Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Spielmodus in Dota 2, der jetzt gerade Einzug erhält durch das neue Event, was jetzt kommen wird in Zukunft. Das ist noch auf dem Testbild, weil es im richtigen Dota noch nicht drin ist, aber ich dachte mir, ich nehme euch jetzt einfach mal mit und zeige euch das. Das ganze Ding heißt Wraith Knight, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ja, eine Partie habe ich gespielt, wie gesagt, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Und ich suche mir mal gerade einen schönen Helden aus. Wir haben hier eine kleine Auswahl an Helden. Ich gönne mir mal Drow Ranger. So, warte, da habe ich nix. Da habe ich aber was. Das hätte ich gerne. Und das will nicht. Das halt nicht. Okay, ihr seht schon unten, die Karte ist schon mal ein bisschen anders als das normale. Und es hat auch einen ganz einfachen Grund, den seht ihr gleich. Spielen. Ich muss erstmal kurz shoppen gehen. Ein Trank kann auf jeden Fall nicht schaden. Bisschen Agi kann nicht schaden. Und eins auf alle Attribute kann nicht schaden. So, ihr seht es auch hier direkt, das ist ein anderer Skill als Drow sonst hat. Es hat einen ganz einfachen Grund, das ist die Map. Da haben wir den Wraith King in der Mitte, das ist quasi unser Ancient. Die Türme haben wir hier unten, da haben wir einen, da haben wir einen, da haben wir einen. Gegner kommen aus der Richtung. Und wir müssen jetzt versuchen, das seht ihr gleich oben links, wenn es losgeht, wenn die Zeit mal hier runter tickt, dass da Wellen von Gegnern kommen, die wir aufhalten müssen, weil die natürlich wieder zu unserem Ancient wollen, oder hier zum Skelettkönig in dem Fall. Wir müssen die aufhalten. Hier die neue Fähigkeit ganz kurz. Ich kann jetzt einfach mit der mehrere Pfeile schießen. Frisst unfassbar viel Mana. Muss ich einfach mal dazu sagen. Werde ich nachher auch sehen, dass man da echt in Mana-Probleme kommt. Ich habe, wie gesagt, eine Runde gespielt vorher. So, Kobolds kommen. Kobolds, Kobolde. Vielleicht da oben sind sie. So, die werden jetzt zuerst aufgehalten. Und unten kommen auch noch welche. Ah, gut. Halten wir erstmal kurz hier oben auf. Die lassen Gold fallen, das sollten wir mitnehmen. Es gibt am Ende mehr Punkte. So, das ist der neue Skill. Warte, ich zeige euch den mal ein bisschen von Weitem hier. Zack. Da fliegen die schönen Pfeile durch die Gegend. Oh Gott, das sind viele. Das ist am Anfang noch relativ einfach. Die letzte Runde, die ich gespielt habe, ging bis Runde 6. Weil dann auch noch schwere Gegner hinzukommen, das seht ihr dann. So, jetzt müssen wir gerade mal hier irgendwo aushelfen. Ich gehe mal kurz zu Sven runter. Ja, der heißt Sven, ist das nicht toll? Ah, das ist schon alle erledigt. Perfekt. Oh Gott. Okay, unten hat sich keiner drum gekümmert anscheinend. Nach jeder Runde lädt sich das Leben und die Mana auch wieder auf. Also von daher, wenn man klug spielt, kann man das natürlich dann alles so timen, dass man keine Tränke nutzen muss. Aber später wird es halt wirklich eng. Es wird dann wirklich haarig. Oh Gott, da unten ist wieder keiner. Oh süß, ein Kobold kommt durch. So, mal ein bisschen aufräumen hier. Müssen auch direkt mal gucken, was wir uns gleich kaufen. Ich denke mal, ein bisschen Lifesteal wäre eine gute Sache. Da wäre auf jeden Fall die ganz sinnvoll. So, dann werten wir das mal kurz auf. Ihr seht, mein Mana geht schon ziemlich flöten. Wenn verbündete Helden sterben, kann man die übrigens wiederbeleben. Dann steht da so ein Grabstein auf der Map, den muss man dann für 7 Sekunden lang, muss man den halten und dann leben die wieder. Man kann sich auch zurückkaufen, das gibt's auch noch. Hinter mir sind Gegner. Sag mir's doch mal einer. Zack. So, der Balken ist auch gleich voll, wir haben es gleich geschafft, sehr gut. Das wird noch voll abgefahren, ich sag's euch. Wenn dann nachher Brutmutter oder Nature's Prophet über die Map laufen als Gegner, ist so abgefahren. Ah, da ist Double Damage. Neat. So. Die beiden noch, dann sollte es eigentlich gewesen sein. Ah, wir haben sogar einen Kurier, geil, hat sich jemand drum gekümmert, sehr gut. So, perfekt. Ordentlich Gold eingesackt. Gibt's hier so eine kleine Übersicht am Ende jeder Runde. Dann nehme ich mal ganz kurz das mit. Dann nehme ich mir sicherheitshalber für nachher noch den mit. Okay, läuft. Gut, das heißt, gleich kommt die zweite Runde. Ihr seht hier oben 15 Sekunden. Mit den Fragmenten habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ich weiß auch nicht, ob das unendlich lang geht, ob es eine begrenzte Rundenanzahl geht, etc. pp. Wie gesagt, eine Runde war da nicht sonderlich viel. Da habe ich nicht viel rausgefunden. Ich denke mal, ich stelle mich jetzt hier hin. Na, wo bleibt ihr? Da kommen sie, da kommen sie. Bei mir keiner? Forward. Komm schon. Toll.
Meine Seite wird in Ruhe gelassen, oder was? Ich weine. Geh ich mal nach da oben. Da unten sind eh schon zwei, dann kann ich auch oben aushelfen. Ey, Venomancer ist so krass einfach in dem Modus, weil der einfach alles zubauen kann. Das ist richtig praktisch. So be it. Das habe ich in der letzten Runde auch schon gemerkt. Oh, dieses Gift ist eklig. Dem brauche ich auch nicht sonderlich helfen, glaube ich. Der kommt damit relativ gut alleine zurecht. Ist ja gar nichts los hier. Ich gehe mal nach unten. Die da oben wissen scheinbar, was sie machen. Ach, der explodiert wahrscheinlich, ne? Er leuchtet halt zu grün, ja. Ah, da haben wir schon mal hier einen von den Helden. Undying, den hauen wir mal kurz aus den Latschen. Perfekt. In das Gift sollte ich besser nicht reinlaufen. Oh, da oben ist Party. Noch ein Undying. Ah, da steht auch ein Grabstein, seht ihr? Da müssen wir gleich mal gucken, dass der wiederbelebt wird. Ah, Sven stirbt. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich brauch dich noch. Ja, am besten kämpfen wir hier kurz am Turm, damit der uns noch ein bisschen hilft. Uiuiuiui. Seht ihr, schon habe ich Mana-Probleme. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen Angst. Komm, hau ihn um. Sehr schön. Lass mir den. Na, schade. Ich helfe dir mal kurz. Hilft das was? Kann man den schneller wiederbeleben? Ja, wesentlich schneller, wenn da mehrere dran stehen. Perfekt. So, jetzt können wir... Ah, Moment, die Runde ist... Na, die braucht noch zu lange. Oh Gott, ich habe Schuhe vergessen zu kaufen. Geil. Gut gemacht, Sven. Gut mitgedacht. Oh Gott, sind das viele. Ja, geil. Die Passive von Axe ist natürlich ein Traum, was das angeht. Der dreht sich dann einfach dreimal mit seiner Passiven und tötet alles. Nice. Auf jeden Fall brauche ich das jetzt. Danach sollte ich mich mal um Schuhe kümmern. Perfekt. Schuhe kann ich mir aber leider noch nicht leisten. Eventuell verkaufe ich aber kurz was. Oder ich gönne sie mir halt gleich, das geht natürlich auch. Aber ich packe das mal kurz weg, damit ich noch einen Mana-Trank mitnehmen kann. So. Wie sieht es um eure Items aus? Der geht auf Mana. Wie sieht es bei dir aus? Ah, das sind auch zum Beispiel neue Schuhe. Die gibt es im normalen Ding ja auch nicht. Gut, neue Runde jetzt. The Ugly Stick. Eine Rec-Rune, die gibt es nämlich auch. Die spawnen da und da. Agreed. So, welche Seite kommt ihr jetzt? Oben, unten, links, rechts, da. Und wie ihr seht, die werden halt immer stärker. Und das ist nicht gut. Ich pack das mal gerade dahin. Wie gesagt, wenn nachher noch Brutmutter übers Feld stapft, das ist halt Hammer. Die ist halt, die sind halt, die haben nicht die normale Größe, sondern sind halt viermal so groß. Uiuiui, ui, ui, das ist zum Beispiel einer von diesen Bossen, die ich meinte. Ich mag ihn nicht. Hier, Ex, gönn dir. Arrow, fly. Aha, gut mitgedacht. Not yet. Ah, Schuhe, perfekt. Feel the bite of frost. So, jetzt noch mit Eisfallen hinterher. Vielleicht bringt das irgendwas. Oh, mein Mana ist so nicht vorhanden. Scheiße. Oh, da sollte einer vielleicht noch hingehen. Perfekt. Einer hält unten auf. Da muss auch noch einer hin, Mädels. Alles muss man selber machen. Warte, Mana-Trank kurz gönnen. Sonst kann ich nicht mehr meine Maske einsetzen. Das ist natürlich extrem scheiße. Da unten wird gerade zu unserem Ancient gelaufen. Das finde ich nicht gut. Okay, Runde 3 sind wir. Das sieht für Runde 3 aber schon mal echt nicht so gut aus, finde ich. Das lief vorhin auf jeden Fall einfacher. So. Ah, aufpassen. Nicht unbedingt vor ihn stellen, wenn er das tut. Gleich auch schon auf jeden Fall mal die neuen Schuhe mitnehmen. Vorsicht. Perfekt.
Ein bisschen. Ach du Scheiße. I blame no one. Und da ist auch schon wieder einer umgefallen. Agreed. Liegt denn da? Ah, Sven liegt da. Oh, Moment. Illusion. Das war ein sehr guter Zeitpunkt. Your top tower is under attack. Und trotzdem wurde ich Schaden. Fuck. Ich habe noch nicht ganz raus, wie ich mit Drow am effektivsten in diesem Spiel spiele. Also in Wraith Knight. Da liegt ein Goldback, die muss einer mitnehmen. Ah, Sekunde. Ah, perfekt. Haha, geil, Schuhe. Ah, die Runde ist immerhin gleich vorbei. So, jetzt kümmern wir uns noch um den Riesen. So, mach dich weg. Fick dich weg, du Homo-Fürst. Perfekt. Das ist gut. Schuhe nehme ich mit. Einen Mana-Trank nehme ich mit. Und, boah, ich krieg das Gold für sowas Großes, kriege ich natürlich nie zusammen. Frage ist jetzt, was gönne ich mir nachher? Die Frage habe ich mir vorhin schon gestellt. Oh, neue Mana-Boots. Geil. Kann man die hier auch nochmal aufwerten? Ich weiß es gar nicht. Egal. So, wann geht's los? In 2 Sekunden. Ich stelle mich einfach mal hier hin. Vielleicht stehe ich ja zufällig richtig. Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Oh, guck mal, Mini-Sladars. Slugs. Und da sind die großen Slugs. Beziehungsweise die Sladars in groß und die Slugs in klein. Die machen so viel Schaden. Gott, machen die viel Schaden. So be it. So widerlich. Unfassbar. Oh, den Mana-Trank wollte ich gar nicht einsetzen. Egal. Kann wahrscheinlich nicht schaden. Stirb! Your top tower is under attack. Nicht ich sterben, du sterben. Your top tower has bin tot. Ja, ich sage, es wird heikel. Ah, der Kurier ist auch tot, na super. Du kriegst mich nicht wiederbelebt, mein Freund. Zumindest nicht, ohne dass du stirbst. Oh Gott, das war jetzt aber knapp. Schieß sie alle weg. Oh, Stun. So viel Stun. Gott, wie viel Stun? So übertrieben. Meine Fresse, ne. Ist nicht lustig. Oh Gott, ist noch einer. Stirb. Oh. Krass, wir haben die Runde sogar fast schon überstanden. Es kommt danach die Brutmutter. Oh, die Brutmutter-Runde? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht kommt danach aus die Nature's Prophet-Runde. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist die mit der Brutmutter wirklich nicht einfach. Wo sind noch Gegner? Ah, das ist ein Teammate. Ich helfe dir. Uns fehlt noch ein Gegner. Der hängt da. Ich kann ihn nicht wiederbeleben. Irgendwer muss diesen hässlichen Typ da töten. Onward. So. Ich habe 1000 Gold. Was kaufe ich mir denn? Was kauft ihr euch denn alles, ist die Frage. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, welches ein sinnvolles Item wäre, dann immer her damit. Oh Gott, hat der viele getötet. Ich würde ja gerne mir das hier leisten, aber das kostet mich viel zu viel. Yes. Vielleicht kaufe ich mir noch ein bisschen Lebensreck, da fehlt mir das Gold für. Na egal, ich versuche es einfach mal ohne. Ich glaube, wir werden die nächste oder übernächste Runde eh nicht mehr aushalten. They speak for the trees. Ja, genau, das ist die Nature's Prophet Runde. Da ist er nämlich schon. Beziehungsweise, da war er. Das ging auf jeden Fall schnell. Das ist so geil, wie er es zubaut. Hammer. Ihr habt vielleicht auch gerade gesehen, mein Eisschuss hat den Gegner zurückgeworfen. Das ist auch eine von diesen Sonderfertigkeiten in dem Modus. Normalerweise slowt er die ja nur. Aber hier stößt er die auch noch zurück. Oh Gott, da ist Trend. Trend in riesig.
Töte es. Aua. Da seht ihr, der Knockback. Ja. Eindrucksvoll bewiesen. Gold einsammeln. So, danke. Nächster Trend auf dem Weg. Das mache ich. Komm, stirb, stirb, stirb. Komm gar nicht erst dazu, mich zu schlagen. Oh Gott, noch eine. Ah, fuck. Aus zwei Seiten. Wie assi ist das denn? Nice. Gold einsacken. Die Healing Salve noch mitnehmen. Ah, ich bin tot. Ich könnte mir natürlich auch noch zurückkaufen. Aber ich hoffe einfach, dass die schaffen, mich wieder zu... Oh Gott, nee. Die sind alle so low, da versuche ich lieber auf die Weise. Fuck! Ich sag ja, ab Nature's Prophet wird's haarig. Unfassbar stark. Unfassbar viele. Ah, nächstes Tod, drei Tote. Na, ich kann mich quasi hinlegen, das war's. Das schaffe ich nicht mehr. Ja, seht ihr, er greift unseren Altar an. 7 HP. Ja, ich bin tot, vergiss es. Ja, damit habt ihr den neuen Spielmodus auch mal gesehen. Der ist noch nicht drin, kommt aber. Nee, ich möchte nicht nochmal spielen. Ja, und ich glaube, die anderen wollen das auch nicht. Das darf der Letzte auch noch drücken. Im letzten Spiel hat der Letzte auch nicht gedrückt und dann ist das Spiel hängen geblieben. Ich weiß jetzt nicht, ob das so beabsichtigt ist. Ich bezweifle es, ja. Ja, du darfst drücken. Oder das Dota-Netzwerk ist wieder weg, das kann natürlich auch sein. Wie gesagt, ist der Testserver, von daher sei dem verziehen. Ah, aber es geht automatisch raus. Ja, seht ihr, Verbindung zum Dota-Netzwerk herstellen, das ist wieder raus. Aber gut, jetzt kennt ihr den neuen Spielmodus. Ich kann das Spiel nicht mehr verlassen. So sieht der aus hier, Wraith Knight. Kommt hinzu, wenn der Patch auf den offiziellen Servern ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, vielleicht sieht man den einen oder anderen ja auch mal in Dota. Würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!